Ist es schon wieder soweit? Ja, natürlich. Ein ganzes Jahr ist schon wieder vorbei. Wir hoffen, ihr habt das Jahr gut überstanden, denn der Heiligabend naht und wie wir wissen, ist heute der 6. Dezember oder auch besser bekannt als Nikolaus. Habt ihr denn auch schon die Vorbereitung für Heiligabend erledigt? Also den Weihnachtsbaum aufgestellt, bunt geschmückt, damit sich jeder wohlfühlen kann? Sehr schön. Aber es sind ja noch ein paar Tage hin und nun wollen wir mal sehen, wie es am Nordpol so zugeht. So, meine Freunde, wir müssen uns etwas beeilen. Die Zeit drängt. Santa, Santa, die Spielzeugmaschine klemmt schon wieder. Und Raffi hat sich dabei wieder die Finger geklemmt. Nein, nicht schon wieder. Die war doch erst gestern verklemmt. Und Raffi muss echt besser aufpassen. Aber nun los. Wir gehen mal zu ihm hin. Mensch, Raffi, was machst du denn? Geht es dir wenigstens gut? Ja, ja, geht schon. Wir helfen dir. Noch einmal die Schraube nach links und fertig. Jetzt sollte sie wieder funktionieren. Gut gemacht, Santa. Ah, ich soll dich an dein Meeting erinnern. Ach, stimmt ja. Danke, Judy. Plötzlich knallt die Tür in der großen Spielzeughalle auf. Ein kalter Wind strömt in den Raum. Die Blätter der Elfen fliegen herum und Väterchen Frost steht an der Tür. Na, mein dicker alter Freund, wie geht es dir? Mensch, hast du abgenommen. Frost? Du? Schon hier? Die Konferenz ist doch erst in einer Stunde. Ich weiß, aber ich wollte mal sehen, wie du so zurechtkommst. Schön, dass du dich um mich sorgst, aber ich habe alles unter Kontrolle. Hey, Alarm! Alarm! Draußen ist was passiert! Alle Elfen und Santa schauen sich um. Und Santa rennt schnell nach draußen. Alle sehen, dass das Eingangstor der Rentiere völlig zerstört ist. In der Nähe sitzt die Elfin Ellie auf Rudolf. Alle schauen auf Ellie hinab und Ellie kann die Enttäuschung der anderen in den Gesichtern erkennen. Ups! Santa rennt schnell zur Scheune und mach die Alarmanlage aus. Grandiose Vorstellung. Hier hast du definitiv alles unter Kontrolle. Hier, Elfin, nimm meinen Mantel. Ich gehe jetzt rein. Ja, sicher doch. Judy verdreht die Augen und bringt die Jacke aus Höflichkeit weg. Die letzten Minuten vergehen ziemlich schnell und die anderen Mitglieder des Rates treffen ein. Sie versammeln sich im Besprechungszimmer neben dem Büro von Santa und diskutieren über das vorhandene Problem der schwarz werdenden goldenen Weltkugel. Anwesend sind die Zahnfee, der Osterhase, Väterchen Frost und Lucis Aurora, der Herr der Polarlichter. Natürlich fehlt noch einer. Können wir nicht schon mal anfangen? Nein. Wir warten, bis alle des Rates anwesend sind. Da stimme ich der Zahnfee zu. Die Tür öffnet sich und das Sandmännchen kommt verschlafen herein. Tut mir leid für die Verspätung. Ich muss ja noch zwei kleine Kinder zum Schlafen bringen. Gut, dann können wir jetzt starten. Also, das Problem ist ja eisig klar. Die Kinder glauben einfach nicht mehr an Santa Claus. Das kannst du so nicht sagen. Es gibt schon noch Kinder sowie Erwachsene, die an ihn glauben. Aber sonst würde sich die Kugel nicht abperlen. Deswegen wäre ich für einen Wechsel. Santa ist der einzig Wahre. Den kann man nicht einfach ersetzen. Trotzdem macht er seinen Job anscheinend nicht korrekt, denn an ihm hängt auch unsere Existenz. Da muss ich Väterchen Frost recht geben. Aurora, ich verstehe nicht so ganz. Sie wollen mich wirklich nach den ganzen Jahren aussortieren? Nein, natürlich nicht. Aber... Das können sie nicht. Und dürfen sie nicht machen. Santa Claus hat Weihnachten eine neue Definition gegeben. Ich weiß, aber ich gebe ihnen eine letzte Chance, um das Weihnachtsfest zu retten. Wenn die Kugel nicht bis zum 24. Dezember ihren ganzen Glanz wiederbekommt, werden wir dich austauschen müssen. Hm.
Ups, ist was Wichtiges passiert?